So, hoher Besuch ist bei mir. Matze Schmidt, Cheforganisator unseres Kurzbahn-Contests hier in Mombach. Hallo Matze. Hallo Marco, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir auch hoffentlich. Du hast stressige Tage, stressige Wochen hinter dir. Wie stressig und aufwendig ist es, so ein Schwimmfest zu organisieren unter den bekannten Auflagen, Corona, Hygiene und so weiter? Erzähl mal. Ja, das ist sehr stressig. Hoher Aufwand durch diese Regelungen, diese Hygienevorgaben, die die Stadt oder auch letztendlich auch der Bund stellt. Sehr umfangreich, ein Hygienekonzept zu erstellen für diese kleine Location, die wir haben, aber zum Glück unser eigenes Vereinsbad, unser eigenes Vereinsgelände, was natürlich auch wieder auf der anderen Seite vieles erleichtert, durch ein gutes Team, was da hinten dran stand und geholfen hat. Die letzten Wochen waren mega anstrengend. Ich konnte das auch dank nur meiner besseren Hälfte, der Elke, stemmen. Ohne sie hätte ich das Ganze nicht bewältigen können. Also da großen Dank an meine Frau. Und wie groß ist dann auch die persönliche Freude, wenn man dann sieht, wie gut das alles läuft? Also wir haben bisher nur gute Resonanz gekriegt, sei es von Sportlern oder sei es von Trainern. Alle sind ziemlich begeistert, wie das hier läuft. Das gibt einem ja dann auch ein gutes Gefühl. Ne? Und ist ein auch dann schöner Dank für die ganzen Mühen, die du auf dich genommen hast. Ja, also um 11.10 Uhr war es ja, haben wir angefangen, eine Stunde Verspätung durch die Testerei. Musste man ja auch erstmal lernen, wie man sowas bewältigt, stemmt. Die Trainer und Aktiven hatten alle Verständnis für die Maßnahme, weil wir wollten ja jedem die Möglichkeit geben, einen Swimslot wahrzunehmen. Wir hatten das kurzerhand entschieden, kam dann auch gut an. Und in dem Moment, 11.10 Uhr, ist mir dann erstmal der Stein vom Herzen gefallen und dann sage ich mir immer, die Veranstaltung läuft. Jetzt läuft es und jetzt geht es nur noch vorwärts. Und nach dem Meeting wird vor dem Meeting sein, die Vorbereitungen aufs Dr. Otto Fahr Swim Meeting. Wie laufen die? Nehmen wir uns da mit? Wann sind die und wie läuft die Planung? Ja, das Dr. Otto Fahr Swim Meeting wird voraussichtlich am zweiten Januarwochenende 2022 stattfinden. Der Termin ist ja schon auf der Homepage angekündigt. Es ist ja ein Zähler drauf. Die Planungen sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir hoffen, dass wir unter keinen Corona-Maßnahmen das durchführen können. Und es geht jetzt darum, nach diesem Meeting oder nach unserem Contest, wie wir es ja genannt haben, dann Anfang Juni in die Detailplanung schon überzugehen. Das ist natürlich immer eine große vorausschauende Planung für dieses Otto-Fahr. Sprich, die Arbeit von SV Cannstatt würde nicht ausgehen, auch in den nächsten Monaten nicht. Nee, die geht mir nicht aus. Okay. Das ist alles klar. Ich mache es mit Leib und Seele. Anders geht es auch nicht, deshalb ist es auch so schön hier. Vielen Dank, Matze. Alles klar. Bis dann. Bitte.